Willkommen zurück, Freunde. Ich hab's geschafft. Ungünstigerweise musste ich gegen zwei von den Viechern gleichzeitig kämpfen. Die sind jetzt down. Wir sind hier am Spot, wo wir den letzten Schlüssel einführen. Das werden wir auch direkt machen. Und ja, unten gehen beide Türen offen auf. Und was ich euch noch sagen wollte, ich hab's geschafft, diese Waffe zu laden. Wie ich das hinbekommen habe, weiß ich nicht mehr genau, werden wir aber nachher bestimmt nochmal herausfinden. Also man kann die Waffen auf jeden Fall laden, wäre auch blöd, wenn nicht. Wir müssen halt gleich nur nochmal schauen, wo denn der entsprechende Knopf ist. Aber zunächst düsen wir hier einmal nach unten. Ne, wir müssen noch ein nach unten. Schau mal, da ist auch so ein komisches Konstrukt. Da unten können wir quasi im Kreis laufen. Ah, guck mal, hier ist irgendwie so ein Greifarm. Ja, da vorne kommen wir noch nicht durch. Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, aber auf der anderen Seite hatten wir sowas, glaube ich, nicht. Ah, hier ist was. Ich habe schon Angst gehabt, dass hier wieder irgendwelche Viecher um die Ecke kommen. Das Ding greift er sich jetzt komplett automatisch. Ich habe nichts gemacht. Okay, ich nehme mal an, wir müssen dem Ding gleich nach hinten folgen. Ich habe leider auch kaum noch HP. Wäre geil, wenn wir hier irgend sowas finden zum Aufladen. Ist das dieses Konstrukt, was wir am Anfang genutzt haben, um hoch und runter zu fahren. Ja, genau. Da hat er jetzt auch noch mal getroffen, Drecksvieh. Okay, weniger rumhampeln. Gleich mal direkt hier hin. Oh. Das war falsch. Aber da oben ist ein Greifarm. Okay. Hinter uns müsste eigentlich... Ja, da ist noch was. Okay. Jetzt greifen wir uns das Ding wahrscheinlich, fahren hoch und geben das dann ab. Dann war es ja eigentlich doch gut. Nee, das greift er nicht. Aber dann war es ja doch gut, dass ich eben aus Versehen nach oben gefahren bin. Das spart uns höchstwahrscheinlich einiges an Minuten. Ich will hier nochmal eben gucken. Ja, sehr schön. Ja, leider nur zwei. Hier war nicht mehr ganz so viel Blut drin.
fast voll. Sehr schön. Gut, dann düsen wir hier nochmal eben nach oben. Und jetzt geben wir die Kugel ab. Ja, perfekt. Nee, ich will hier raus, komm. So, wir kommen hier nicht rein, aber hier ist noch ein Gerät zum Aktivieren. Alles klar, dort können wir jetzt einsteigen. Aber bevor wir das machen, Weg nach oben als Erfolg wurde freigeschaltet. Nee, das Ding nehmen wir nicht. Da fahren wir bestimmt wieder, wer weiß wohin. Vielleicht finden wir hier ja noch so ein Aufladeding. Ich glaube, hier kommt gleich wieder ein Gegner und dann... Ach, okay, gut. Jetzt weiß ich, wo wir sind. Sind wir jetzt quasi einmal im Kreis gelaufen. Also können wir wieder zurück. Nee, da gibt es nichts zum Aufladen. Schade. Aber lieber schnell weg, bevor... Ah, da vorne ist noch so ein dreckshässliches Vieh. Der trifft uns zum Glück nicht. Ich wollte schon springen, aber können wir hier leider nicht. Hier sind wieder irgendwo Gegner. Der fetzt uns wieder halb auseinander. Das sind Kugeln, aber davon haben wir eigentlich genügend. Nee, stimmt, ich habe ja nachgeladen. Deswegen können wir noch mal ein bisschen was reinpacken. Ja, dann können wir das Ding hier gleich auch mal ausprobieren. Okay, den haben wir auch so gekriegt. Okay, wenn man zu weit weg ist, passiert da wohl nichts. So, auf dem Xbox-Controller ist das die X-Taste zum Nachladen. Ich habe schon Schiss gehabt, dass das Ding zusammenbricht. Ja, eins von diesen großen Viechern, die auch spucken können.
scheint hier auch wieder ein Labyrinth, ein Rätsel zu sein. Moment, hier müssen wir nochmal eben switchen. Jetzt können wir das Ding nutzen. Oh, verdammt. Ich komme hier nicht weg. Er hat mich eingekesselt. Shit. Na gut, dann müssen wir diesen Tod halt sterben. Das ist aber ein bisschen doof. Ich habe es auch nicht mal geschafft, anzuvisieren. So, wo sind wir jetzt überhaupt? Okay. Jetzt müssen wir hier die Spielchen nochmal durchgehen. Ja, ordentlich HP verloren, schade. Ja, man sollte auch treffen. Was ich jetzt versuchen könnte. Oh, keine gute Idee. Dem sollte ich auf jeden Fall nur mit Waffe entgegentreten. Da ist alles dicht. Langsame Reaktion. Eigentlich hätte ich da gleich draufballern sollen. Okay, wenn der sich entspannt wegchillt, machen wir auch nichts.
Ne, passiert nichts. Ah, hier haben wir was. Unten konnte man jetzt schön sehen, wie aus diesem toten Tunnel dieser Kreaturen noch ein Lebendiger rausgesprungen ist. So, da haben wir den Aufzug. Und da fehlt uns noch ein Upgrade. Ich nehme jetzt mal sehr stark an, dass wir das Upgrade dort bekommen, wo wir eben dieses Ding freigeschaltet haben. Ich habe so das Gefühl, dass noch irgendetwas Großes, Dickes auf uns zukommt. Okay, da haben wir auf jeden Fall schon mal das Upgrade. Sehr schön, dann kommen wir oben schon mal durch die Tür. Wir noch ein paar Kugeln. Brauchen wir, glaube ich, aber gar nicht. Ein bisschen HP wäre auch noch geil. Ach, nice. Ja, sehr schön. So, down ist das Vieh. Jetzt können wir nochmal schnell aufladen. Das ist wunderbar. Wir sollten erst einmal nachladen und dann können wir aufladen. Und jetzt versuche ich mal schnell Richtung Aufzug durchzusprinten, die Tür zu nehmen, ohne hier irgendwie groß noch gegen irgendjemanden kämpfen zu müssen oder HP zu verlieren. Na, vorsichtshalber nehmen wir aber das Ding nochmal. Scheint aber zu funktionieren. Müssen wir nicht hin, da müssen wir hin. Also die Kampfsequenzen werden immer mehr. Aber zum Glück sind die ganzen Rätsel hier immer noch, ja, nicht gravierender, aber häufiger vertreten. Okay, da kriegen wir 4 von den Penöpeln, sehr schön. Können wir uns schon mal 2... Ja, eigentlich müssten wir uns sogar 3 reindrücken. Wir haben irgendwie so eine Art Symbionten bei uns drin, der sich weiterentwickelt oder uns mutiert.
werden nicht drum herumkommen. Ja, also da muss ich echt näher rangehen, als ich dachte. Ist nicht wirklich waffentypisch, so dass wir da aus großer Distanz draufballern können. Schade. Das ist leider nix. Aber es wird hier alles irgendwie so, ja, biologischer, lebendiger. Oh shit. Ja, schauen wir mal in die andere Richtung. Vielleicht haben wir hier was. Ja, der Dude kommt uns hinterher. Der hat vorhin aber auch ordentlich Munition gefressen. Ja, schade, hier passiert nichts. Ich glaube, ich bin ja in die falsche Richtung gelaufen. Verdammt. Also der einzige Weg führt uns da bei dem Riesenvieh vorbei. Ah, shit. Ich hätte gedacht, dass das jetzt ins Auge geht und er uns hier angreift. Drei Schüsse, okay. Ich sollte aber lieber aufpassen, dass ich die Munition für den Dicken raushau. So, bevor der hier noch seine Freunde holt. Von dort sind wir gekommen. Da ist der große Dicke. Shit, er hat mich einmal erwischt. Komm, hoch, 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 hoch. Ah, shit. Es war nur ein Schuss mehr gewesen und dann hätten wir das ohne HP-Verlust hinbekommen. Ja, und wie gedacht, da ist nichts. Wir müssen da wirklich durch. Oh shit, noch drei Schuss. Sollte noch mal so ein Dicker um die Ecke kommen,
habe ich ein kleines Problem. Am niedrigsten Punkt, den Erfolg haben wir jetzt bekommen. Ja, shit, da oben haben wir so einen Leuchtwurm. Na komm schon, ich hänge fest. Sehr schön. Was? Brauchte der 4 Schüsse? Der ist immer noch nicht down. Was ist mit dem los? Ja, shit. Wow, okay. Wie soll ich das jetzt machen? Einfach durchlaufen? Wobei ich auch festgestellt habe, dass die Gegner teilweise random durch die Gegend laufen. Die verschwinden manchmal auch. Boah, sind hier viele. Okay, hier bin ich aber auch falsch. Ja, kommt, dann killt mich eben. Dann haben wir wieder volle HP. Okay, nach links ist nicht richtig. Dann müssen wir nach rechts. Das Vieh sieht interessant aus. Okay, der hat zum Glück nicht ganz so heftig angegriffen wie gedacht. Und die Seite sieht auf jeden Fall schon mal deutlich anders aus als die andere. Wobei, hier haben wir sogar auch noch einen Gang nach oben. Und ein Gerät. Das ist auch das Vieh, was wir eben gesehen haben. Links wird jetzt wahrscheinlich irgendein Weg geöffnet, ja. Ja, interessantes Vieh. Mich noch getroffen. Und einen habe ich daneben gesammelt. Eieieiei. Ich verliere hier viel zu viel HP. Das war jetzt Gerät 1 von 3. Links und rechts haben wir noch ein. Das heißt, das, was wir eben gemacht haben, müssen wir noch zweimal wiederholen. Na komm schon, wo ist das nächste Gerät? Eigentlich muss man hier auch durchlaufen, weil bei diesen ganzen Gegnern, so viele wie hier sind, da wirst du wahnsinnig, wenn du alle killen willst und dabei noch keine HP verlierst. Also quasi Elden Ring mäßig.
Shit. Oder? Ne, haben wir nicht, ne? Okay, dann brauchen wir da auch noch gleichzeitig ein Upgrade für die Tür. Aber hier bekommen wir erstmal ein bisschen HP. Sehr schön. Hinter uns hat jemand eine sehr, sehr tiefe Stimme. Ich glaube, das ist wieder dieses Riesenmuttervieh. Ja, sehr schön. Hier haben wir Nummer 2. Oh mein Gott. Das Ding sieht doch jetzt... Ich will nicht ein bisschen... ich muss noch ein bisschen dezent sein, aber das Ding sieht doch aus wie ein Geburtskanal. Also ist das hier irgendwie so eine Art Brutmaschine für die Kokons oder wie? Aber das macht Sinn. Wir haben Kokons, aus denen was schlüpft. Hier ist die Brutmaschine. Dann haben wir die Entwicklung. Weil wir entwickeln uns ja auch irgendwie so ein bisschen weiter. Ah shit, da vorne ist einer. Den habe ich nicht gesehen. Dafür brauchen wir auch das Upgrade, denn dort werden wir wahrscheinlich durchgehen können. Shit, wo bekommen wir jetzt das Upgrade für die Tür her? Und das Vieh wächst weiterhin in uns. Haben wir hier? Aha, okay. Hier müssen wir wahrscheinlich hin zurück, wenn wir diese drei Dinger nach oben geschoben haben. Ja, da unten sind sie. Okay, aber erstmal müssen wir den Zugang zu Spot Nummer 2 finden. Da links ist eine Tür. Ah, sieh mal einer an, eine neue Waffe. Und auch eine deutlich größere. Da haben wir doch jetzt eine Big Mama für die großen Viecher. Sehr schön. Heißt aber vermutlich auch, dass es hier noch ein paar von den großen Viechern geben wird. Ah, da ist er ja auch schon. Jo, sehr schön. 2 Schuss nur. Nice. Ah, okay, das ist, um den Fahrstuhl runterzuholen. Shit, aber irgendwie kommen wir hier nicht wirklich weiter. Wir brauchen noch einen Geburtskanal. Und einmal das Upgrade für die Tür. Und ich habe natürlich die Orientierung verloren. Okay, das war jetzt nicht gut, aber ich war in Panik.
Da haben wir wieder eine Tür. Und da haben wir das Upgrade. Sehr schön. Es könnte gut sein, dass bei den Türen wir zu dem Geburtskanal kommen. Nehme ich jetzt mal stark an. Aber hier können wir schon mal Nummer 1 öffnen. Komm schon. Man sollte auch treffen, sonst gibt's Probleme. Ah, shit, da hat er mich natürlich erwischt. Und wieder nicht getroffen. Nice. Ah, da unten, das Ding ist schon aufgerissen. Heißt dann aber, beim letzten Mal sind wir hier lang gelaufen. Ich habe alles stehen lassen und da vorne ist, ja, genau, sehr schön. Und hier geht es dann jetzt runter, ja. Ich würde sagen, dieses Rätsel machen wir noch zu Ende. Da ist ja noch ein Spot, der ist in dieser Richtung. Das heißt, wenn wir jetzt hier hochkommen, müssen wir nach links. So, können wir jetzt hier irgendwo lang? Dort müssen wir wahrscheinlich hin, aber der Türöffner ist von der anderen Seite. Aber hier kommen wir auch nicht durch. Shit. Mal schauen, ob das oben funktioniert. Nein, tut es nicht. Hier nach hinten sind wir, glaube ich, noch nicht gelaufen. Ah, sehr schön. Haben wir dort vielleicht auch noch? Ach, genau, da ist die Waffe. Jetzt weiß ich wieder grob, wo wir sind. So, hier geht es nach oben und dann sollten wir hinter uns eigentlich die Zwischentür öffnen können. So, sehr schön. Der verschwindet da in den Gängen. Ah, sieh mal einer an. Hier brauchen wir gar nicht das Ding für, sondern was anderes.
Da ist der Eingang. Ich habe keine Munition mehr, deswegen... Das war, glaube ich, eine dumme Idee. Ja, es war eine dumme Idee, die aber noch aufgegangen ist. Ja, da haben wir das Gerät. Müssen gleich nochmal nach unten. Der dritte Geburtskanal. Die findet das nicht so geil. Kann man verstehen. Aber auch interessant, diese Dinger fahren dann ja quasi in ihr drin hoch. Das habe ich bei den vorherigen Malen gar nicht gecheckt. So, sind das gleich zwei von den Dicken? Gerade zu viele. Oder war das hier oben? Nein, natürlich nicht. Down ist er, sehr schön. Den habe ich jetzt, glaube ich, besser getroffen. Aber der kann auch sein, dass das der Angeschlagene war. Also, hier ist der dritte. Sehr schön. Jetzt müssen wir nur noch das Ding finden. Ist ja theoretisch direkt über uns. Ah, da ist der Aufzug, da können wir schon mal hoch. Ah, nee, der geht nach unten. Das ganze Ding hier ist ja ein Kreis. Das heißt, wenn wir hier langlaufen, müssten wir früher oder später dort ankommen. Das war genau das HP-Ding. Hier geht es nach oben. Und wir können uns hier nochmal schön was reinballern. Wunderbar. Genau das, was wir gerade gebraucht haben. So, das Ding ist voll. Und hier laden wir gleich mal was rein, dass wir dann auch Action machen können, wenn es sein muss. Nein, 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 nein. So.
Was ist hier los? Nice. So, das ist aber das, was ich meinte. Die Viecher können quasi von überall aus herkommen. Die verschwinden irgendwie in den Wänden oder diesen biologischen Massen. Und dann spawnen sie random einfach irgendwo raus. Jetzt ist halt die Frage, wo hat er uns das Ding geladen? Aber ich schlage einfach mal vor, ich suche eben den Spot heraus, wo wir hin müssen. Da, wo dieses Rätsel ist, und dann lösen wir gleich eben schnell das Rätsel. So, Freunde, hier habe ich den Spot jetzt gefunden. Ich bin einfach nur im Kreis gelaufen. War ein bisschen anstrengender. Ich musste auch ein paar Gegner aus dem Weg räumen. So einfach war das jetzt leider nicht gewesen. Aber wir ziehen jetzt hier mal eben das Ding durch. Ah, okay, so. Da müssen wir von oben wahrscheinlich die Kugel reinwemsen. Oh. Da fehlt noch was. Ja, zum Glück war das Ding direkt hier in der Nähe. Deswegen machen wir mal hier weiter. Okay, wir müssen einmal nach rechts irgendwie. Da sind wir durch. Gar nicht so schwer. Kriegt man eigentlich ohne weiteres hin. Selbst wenn ich es hinbekomme, kann es nicht so schwer sein. Was geht hier ab? Bluten. Ja, eben war hinter mir noch etwas. Das ist weg. Die hat hier richtig stark... Ah, okay. Hier ist was aufgerissen. Ja, und sie klingt auch nicht mehr so ganz fresh. Aber in Ordnung. So, hier sind wieder Transportmaschinen für die ganzen Kokons bzw. Eier, je nachdem, wie man es sehen möchte. Nee, da ist nichts. Ich bin mal gespannt, ob wir hier vielleicht am Ende sogar einen traditionellen Endboss haben oder ob es als Rätsel endet. Also meinetwegen könnten ruhig deutlich weniger Kämpfe durchgeführt werden und dafür mehr Rätsel. Habe ich ehrlich gesagt überhaupt nichts gegen. Die Mutation breitet sich immer weiter aus. Oh Gott, aus den Beinen kommt das Zeug jetzt auch. Ob wir das überleben werden. Aber hier scheint es ja, weiterzugehen. So, es wird wieder eine Bahnreise werden. Mit Blick auf die Uhr würde ich sagen,
Wir ziehen uns diese Bahnreise in aller Ruhe rein. Und dann, wenn wir am Ende angekommen sind, machen wir eine Pause und machen dann beim nächsten Mal weiter im nächsten Gebiet.